Wir hören jetzt, ein Lockdown für Ungeimpfte kommt in Oberösterreich ab Montag und möglicherweise ab Mitte nächster Woche dann ein Lockdown für Ungeimpfte in ganz Österreich. Was würde das für den Handel bedeuten? Also für den Handel bedeutet es natürlich, dass wir bis zu einem Drittel der Umsätze aufgrund der ungeimpften Kunden, denen der Handel nun versagt bleibt, im Non-Food-Handel verlieren werden. Daher sagen wir ganz klar, kein regionaler Lockdown ohne zeitgleich bereitgestellte Wirtschaftshilfen. Wir haben Verständnis für Verschärfungen. Allerdings ist festzuhalten, dass der Handel mit 0,2% aller Infektionen nicht ein Hotspot ist und daher fordern wir natürlich vollen Ausgleich und gleichzeitig sind noch sehr, sehr viele Probleme offen, wenn man nur daran denkt, dass ja weiterhin 3G gilt, plus die FFP2-Maskenpflicht beispielsweise in Oberösterreich. Und hier ist es vielfach so, dass gerade Apotheken um 8 aufsperren, viele Mitarbeiter gar nicht die Chance haben, zeitgerecht zu erscheinen oder das Ergebnis zu bekommen, geschweige denn bei den PCR-Tests. Gibt es viel Handlungsbedarf, sowohl was das Thema betrifft und was den Lockdown betrifft, ist es ganz klar, dass wir eines nicht tun können und werden. Wir werden sicher nicht kontrollieren, denn wir können nicht für 300.000 Shopper pro Tag die Polizei spielen. Sie haben jetzt gerade die 3G-Regel am Arbeitsplatz angesprochen. Die gilt ja ab spätestens Montag für alle. Und da hören wir heute eine Aussage von Barbara Taiber. Sie ist die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. Sie sagt, bei uns melden sich hunderte Mitglieder, sowohl geimpft als auch ungeimpft. Die berichten, dass die Teststationen völlig überlastet sind und ein ausreichendes Testen für 3G am Arbeitsplatz fast unmöglich ist. Was berichten Ihnen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Handel? Wie geht es Ihnen im Moment damit? Ja, der Handelsverband hat mit seinen Mitgliedern das Thema schon gestern eben bekannt gemacht und auch Verhandlungen mit dem Bundeskanzleramt und mit dem Gesundheitsministerium aufgenommen, damit hier eine praxistaugliche Regelung umgesetzt wird. Wir freuen uns natürlich, dass jetzt auch eben die Gewerkschaft, die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer eben das Thema auch so sehen. Und daher ist es eben wichtig, dass die Politik hier zum einen, wenn es Regelungen gibt, die einschränkend sind, auch in der Umsetzung eine praktische Machbarkeit gibt. Das heißt, auch wenn man sie dran halten möchte, dann soll es zumindest möglich sein. Das betrifft zum einen die Mitarbeiter, die ja zeitgerecht erscheinen sollen, weil sonst können wir Filialen nicht öffnen. Und es betrifft natürlich auch dann das Thema Kontrolle, weil eine Differenzierung zwischen geimpft und ungeimpft, das können wir für so kurze Aufenthaltsdauern und so eine hohe Kundenfrequenz nicht umsetzen. Das muss klar sein und das müssen wir nach 20 Monaten Krise jetzt auch regional gelernt haben. Und daher, wir haben diese Probleme. Es scheint so, als ob wir jetzt Knall auf Fall in die Situation kommen. Und es scheint, dass sowohl was die Kunden betrifft, als auch die Mitarbeiter jetzt wieder alles in der Luft ist. Und wir setzen uns natürlich für eine praxisverträgliche Umsetzung ein. Denn es braucht Zuversicht, es braucht klare Kommunikation von Seiten der Politik und eben auch Maßnahmen, die umsetzbar sind. Und da haben wir noch Potenziale. Wie wichtig ist die Vorweihnachtszeit für den Handel? Sie war immer schon entscheidend und sie ist heuer entscheidender denn je, nachdem wir ja ein Katastrophenjahr hinter uns gebracht haben und jetzt mühsam zurückkommen. Es geht vielen Unternehmen noch schlecht und daher ist es natürlich für uns eine Hiobsbotschaft, dass ein Drittel der Umsätze der Ungeimpften jetzt praktisch 1:1 zu Amazon und Co. wandert. Das ist wirklich problematisch und daher rufe ich wirklich alle Entscheider in dem Bereich auf, wenn man einen regionalen Lockdown auch bei dem Nicht-Corona-Hotspot-Handel umsetzt, dann bitte das Thema Kontrolle klar regeln und dann aber auch klar regeln, welche Produkte von wem verkauft werden können, weil das hat im letzten Jahr schon zu einem massiven Chaos geführt. Und daher ersuchen wir, dass die Politik die Entscheidungen zu Ende denkt. Wir haben Verständnis für verschärfte Maßnahmen, aber wo keiner mehr Verständnis hätte, ist, wenn jetzt wieder das Chaos regiert und dann die Wirkung bei Null ist von den neuen Maßnahmen. Rechnen Sie mit einem besonders großen Ansturm in Oberösterreich an diesem Wochenende, weil ja dann der Lockdown für Ungeimpfte in Kraft tritt? Das lässt sich jetzt noch nicht absehen. Wir haben eher momentan das Problem, dass die Konsumstimmung wieder abnimmt, dass die Umsätze sich rückläufiger gestalten, weil einfach die Pandemiebekämpfung sehr viel Luft nach oben hat, um es höflich zu formulieren. Und daher wirkt sich das natürlich auch auf die Stimmung aus. Konsum ist Psychologie und daher ist sicherlich anzunehmen, dass wesentliche Käufe jetzt verstärkt in dieser Zeit umgesetzt werden. Und wir hoffen halt, dass alles gut über die Bühne geht, aber natürlich ist eine stärkere Frequenz anzunehmen.
Wie sieht es denn aus beim Weihnachtsshopping genau? Welche Sachen sind eher knapp? Wo gibt es Lieferengpässe? Wo gibt es Teuerungen? Was können Sie uns da berichten? Das muss man jetzt natürlich dann wieder komplett neu bewerten, denn wenn ein Drittel weniger Kunden ins Geschäftslokal von der Anzahl her kommen können, dann ist natürlich auch wieder der Umsatz ein anderer und dann bricht natürlich das Geschäft wieder ein Stück weit ein und dann sind die einen oder anderen Produkte vielleicht für die noch verfügbaren Kunden, die das Geschäftslokal betreten dürfen, verfügbarer. Jetzt muss man mal bewerten, welche Bundesländer diesen Lockdown umsetzen und ob tatsächlich die Politik es ernst meint und hier den Handel auch in die Losung nimmt, obwohl eben seit 20 Monaten bekannt ist, dass wir keinerlei Hotspots sind, und möchte auch unterstreichen, dass auch wenn man Kontakte reduzieren soll, es soll einfach die Übertragungsform reduziert werden. Und wenn unbedenkliche Kontakte bestehen, weil sie kurzweilig sind und distant, dann sollte man sie in einer Krisenphase wie dieser umso mehr zulassen und hier sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Und daher appellieren wir auch, dass diese Umsetzungsfrist jetzt hin zu 3G am Arbeitsplatz verlängert wird, nämlich nicht nur bis Montag, weil eben wir sonst potenziell einige Filialen gar nicht aufsperren können, weil einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich dann nicht zeitgerecht testen können. Und da braucht es einfach eine verträgliche Umsetzung, weil sonst haben wir zwar 3G, aber keinen Arbeitsplatz mehr.